Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit RStudio Anfragen an die OAI-Schnittstelle der Staatsbibliothek zu Berlin stellen können und den Code an Ihre eigene Fragestellung anpassen. Der Link zum Download des R-Scripts befindet sich in der Videobeschreibung direkt unter diesem Video. Nachdem Sie das R-Script heruntergeladen haben, führen Sie dieses nun aus. Daraufhin öffnet sich RStudio. Die Entwicklungsumgebung in RStudio besteht aus vier Bereichen: dem Script, der Konsole, dem Environment und dem Output. Im Script schreiben wir den Code und Kommentare. In der Konsole wird der Code ausgeführt und es werden die Ergebnisse angezeigt. Im Environment werden die bestehenden Objekte angezeigt, welche wir auch während dieses Tutorials erstellen. Beim Output werden die benutzten Dateien, Grafiken, Packages und Hilfstexte angezeigt. Beginnen wir nun mit dem Tutorial. Zuerst richten wir unsere Arbeitsumgebung ein. Dafür sollten Sie zuerst das Verzeichnis festlegen, in dem Sie die im Verlauf dieses Tutorials anfallenden Dateien speichern möchten. Sie können dies über das Menü oben festlegen. Klicken Sie hierfür auf Session, Set Working Directory und Choose Directory. Hier können Sie nun einstellen, wo Sie Ihre Dateien hinspeichern möchten. Danach richten wir die Arbeitsumgebung ein, indem wir die dafür benötigten Bibliotheken installieren. Nun klicken wir auf den Run-Button. Wie Sie sehen, wird der Code ausgeführt und wir bekommen ein Feedback in der Konsole. Es kann sein, dass Ihnen eine Warnung angezeigt wird. Dies ist nicht weiter schlimm. RStudio möchte Sie hiermit nur darauf hinweisen, dass, sollten Sie selber Bibliotheken erstellen wollen, Sie RTools installieren müssen. Dies ist jedoch für dieses Tutorial nicht erforderlich. Damit RStudio die Bibliotheken nun auch verwenden kann, führen wir nun folgenden Code aus. Auch hier kann es sein, dass Ihnen eine Warnung angezeigt wird. Dies ist jedoch nur ein Hinweis, dass die Bibliotheken, die wir verwenden, unter der R-Version 4.3.3 erstellt worden ist. Nun haben wir erfolgreich unsere Arbeitsumgebung eingerichtet und können mit der Abfrage an die OAI-Schnittstelle beginnen. Im ersten Schritt betrachten wir nun einmal die grundlegenden Informationen der OAI-PMH-Schnittstelle der Staatsbibliothek zu Berlin. Dafür wird der Befehl Identify oder ID sowie die Basis-URL der OAI-PMH-Schnittstelle benötigt. Wir führen nun einmal diesen Code aus und bekommen unten in der Konsole die Informationen angezeigt. Wir haben Ihnen diese Informationen hier noch einmal hingeschrieben. Sollten Sie nun die grundlegenden Informationen einer anderen OAI-PMH-Schnittstelle abfragen wollen, ändern Sie hier einfach den Link und tragen zum Beispiel die Basis-URL der OAI-PMH-Schnittstelle der Deutschen Nationalbibliothek ein. Nun führen wir noch einmal den Code aus und bekommen hier unten wieder die Informationen angezeigt. Im nächsten Schritt lassen wir uns nun alle verfügbaren Datensets mit der Funktion ListSets anzeigen. Dafür führen wir diese Zeile aus. Nun werden uns wieder unten in der Konsole die Antworten angezeigt. Um diese Abfrageergebnisse leichter lesbar darzustellen, nutzen wir den folgenden Code, um uns das Ganze in tabellarischer Form anzeigen zu lassen. Hier werden nun alle Datensets der Staatsbibliothek zu Berlin, die über die OAI-PMH-Schnittstelle abgerufen werden können, angezeigt. Um nun herauszufinden, in welchen Metadatenformaten die OAI-PMH-Schnittstelle Datensätze ausgibt, können wir folgenden Code verwenden. Die OAI-PMH-Schnittstelle der Staatsbibliothek zu Berlin bietet zwei Metadatenschemata an, zum einen OAI-DC und zum anderen METS. Um uns nun anzeigen zu lassen, wie viele Datensätze es im jeweiligen Metadatenformat gibt, können wir Count Identifiers nutzen. Zum einen für das Metadatenformat METS gibt es insgesamt 216.854 Datensätze. Für das Metadatenformat OAI gibt es auch 216.854 Datensätze. Gehen wir nun davon aus, dass Sie sich ein bestimmtes Set näher anschauen wollen. In unserem Beispiel haben wir uns das Set illustrierte Liedflugschriften angeschaut. Möchten Sie dies nun ändern, zum Beispiel in Inkunablen, können wir uns ausgeben lassen, wie viele Datensätze es für Inkunablen über die OAI-PMH-Schnittstelle der Staatsbibliothek zu Berlin gibt, indem wir hier Inkunablen eintragen und dann den Code ausführen.
Bei illustrierte Liegflugschriften gibt es insgesamt 1589 Datensätze. Im Set Inkunablen gibt es 1232 Datensätze. Wenn wir uns darauf aufbauend nun alle Datensätze anzeigen lassen wollen, die in diesem Set vorhanden sind, geben wir hier anstatt dem Set Illustrierte Liedflugschriften wieder Inkunablen an und führen diesen Code aus. Zur besseren Lesbarkeit lassen wir uns die Ergebnisse in einer Tabelle ausgeben. Dies kann ein wenig dauern. Hier werden uns nun alle Datensets angezeigt. Zuallererst steht der Identifier. Danach finden Sie weitere Spezifika, wie zum Beispiel, dass es sich um Inkunablen handelt. Darüber hinaus können wir den Titel sehen und den Autor. Es gibt auch noch weitere Informationen, wie zum Beispiel der Herausgeber oder um welche Art von Text es sich hier handelt. Haben Sie nun beschlossen, dass für Sie vor allem die Autoren und Titel der Liedflugschriften oder an unserem anderen Beispiel der Inkunablen besonders wichtig sind, können Sie sich diese mit dem folgenden Code ausgeben lassen. Beachten Sie bitte, dass die Antworten auf 10 beschränkt wurden. Wenn Sie dies ändern möchten, ändern Sie die Zahl einfach. Wenn wir den Code nun ausführen, werden uns hier unten in der Konsole wieder die ersten 40 Titel sowie die ersten 10 Autoren der Inkunablen angegeben. NA bei Autoren steht für Not Available. Das bedeutet, dass in diesem Fall der Autor nicht bekannt ist. Möchten Sie sich nun zu den digitalen Objekten auch die Links ausgeben lassen, nutzen Sie bitte den nachfolgenden Code. Zuallererst benötigen wir allerdings eine weitere Bibliothek. Diese werden wir nun installieren und ausführen. Im folgenden Code werden die Links zu den digitalen Objekten ausgegeben. Diesen Code müssen wir selbst erstellen, indem wir die OAI-Adresse durch den Link zur Werkansicht ersetzen. Nun lassen wir uns wieder die ersten 10 Links angeben. Möchten Sie hier sich mehr angeben lassen, ändern Sie wieder dort in der Klammer die Zahl. Wenn Sie diese Links nutzen und in einen Browser eingeben, kommen Sie zu den digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek und hier auch der Inkunable, die wir uns haben angeben lassen. In dieser Inkunable können Sie dann natürlich blättern und sich die unterschiedlichen Seiten angucken. Gehen wir nun davon aus, dass Sie für die lokale Weiterverwendung folgende Metadaten von den Inkunablen benötigen: der Titel, das Erscheinungsjahr, der Erscheinungsort, der Publisher sowie der Autor. Dieser Code erstellt mit den zuvor angegebenen Metadaten eine Tabelle. Wenn Sie diese Tabelle lokal speichern möchten als CSV-Datei, nutzen Sie bitte diesen Code. Hier sollten Sie allerdings das Ganze von Liedflugschriften auf Inkunable ändern und dann ausführen. Sie können nun in Ihrem lokalen Directory, welches Sie vorher festgelegt haben, diese Daten finden. Möchten Sie jedoch eine Datei mit allen Metadaten als CSV-Datei speichern, können Sie auch dies tun mit dem Code in Zeile 115. Auch hier würde ich Ihnen empfehlen, Liedflugschriften durch zum Beispiel Inkunable zu ersetzen. Auch diese Datei finden Sie wieder in Ihrem Local Directory. Möchten Sie jedoch die Datensätze im OAI-DC-Metadatenformat abfragen und als JSON-Datei speichern, können Sie den Code von Zeile 119 annutzen. Auch hier würde ich Ihnen wieder empfehlen, Liedflugschriften durch zum Beispiel Inkunable zu ersetzen. Dies kann einige Minuten dauern. Ihnen wird dann unter Values eine Datei angezeigt. Auch diese Datei finden Sie dann wieder in Ihrem Local Directory. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Stabi Lab Webseite.